Das Problem ist nur, man muss verstehen, dass diese ganzen Einzeltechnologien das Ziel haben, uns mit der Technologie zu verschmelzen. Und das meine ich halt. Lange Jahre sind diese verschiedenen Entwicklungsschritte oder Entwicklungswege parallel verlaufen, wo keiner so recht eine Querverbindung gesehen hat. Ja? Mittlerweile siehst du, okay, die ganzen Großkonzerne folgen alle der gleichen Agenda, haben alle das gleiche Leitbild, haben riesige Daten über Menschen gesammelt im Laufe der Jahre. Ja? Und es wird immer mehr und immer auch diese, wie soll ich sagen, die Monopole, die haben ja Monopole, ja. Und wer Monopol hat, bestimmt den Markt. Der sagt, wo es lang geht. Da kannst du dich schlecht gegen wehren. Wenn du sagst, nee, ich bin mit den AGBs nicht mehr einverstanden, dann sagen sie, dann kannst du ja abmelden. Ja. Du hast dann keine Alternative, keine wirkliche Alternative. Das ist auch so ein Problem. Ne? Die machen uns lange, verkaufen sie uns irgendwas kostenlos, also so machen uns es schmackhaft, im Sinne von erstmal ganz viel süß, Honigfalle, bla bla. Und irgendwann, zack, ziehen sie dann an. Ich habe zum Beispiel jetzt eine Einblendung bekommen bei Facebook. Da hieß es, du kannst für 9,99 Euro im Monat kannst du erkaufen, dann wird dir keine Werbung mehr eingeblendet. Ja. Versuch mal, die Logik dazu verstehen. Die Werbetreibenden bezahlen Facebook dafür, damit du Werbung einblenden kannst. Und die Konsumenten, die Zuschauer, die müssen sich freikaufen, damit sie keine Werbung eingeblendet bekommen. Und in beiden Fällen verdient Facebook es doch. Ein Wahnsinn. Ein absoluter Wahnsinn. Ne? Aber da merkst du halt, worum es geht. Da merkst du halt, worum es geht. Es werden hier Abhängigkeiten geschaffen. Finanzielle Abhängigkeiten, aber irgendwann sind es nicht nur finanzielle Abhängigkeiten. Ja, wenn du, sag ich mal, Stichwort Metaverse, ja, wenn du dann irgendwann in so einem Avatar-Kostüm da in so einer virtuellen Realität dich bewegst und darüber, sag ich mal, dein Selbst definierst und die stellen dir das irgendwann mal ab. Tja. Und das ist halt die Gefahr. Es ist erst süß und dann ziemlich bitter. Das können wir hier immer sehen. Das ist immer, Amazon hat viele Jahre nur auf Wachstum gelegt. Auch die haben Verluste eingefahren. Es war denen egal. Die wollten unbedingt Marktführer werden, weil wenn sie den Markt beherrschen, dann können sie diktieren. So. Das heißt, es ist völlig egal, ob die in der Anfangszeit Verluste einfahren. Hauptsache, sie kriegen den Markt. Sie kriegen den Marktanteil für sich. Und so ist es mit vielen Tech-Konzernen. Die streben immer im Grunde eine globale Marktdominanz an. Weil dann können sie sozusagen diktieren. Weil es gibt ja dann keine Konkurrenten, die werden einfach aufgekauft, verdrängt und weggekauft. Das ist gang und gäbe. Es gibt ja, manche reden ja von den vier apokalyptischen Reitern, ja, im Kontext der Tech-Konzerne, die letztendlich alles dominieren. Und die meisten Menschen auf der Welt haben mit diesen Tech-Konzernen direkt und indirekt jeden Tag zu tun. Ja, also, was weiß ich, Google, Amazon, Facebook und sagen wir noch? Microsoft. Ja, genau. Ja, und das ist, da merkst du erstmal plötzlich, und die sind sicher, die werden sich ja untereinander auch gut kennen, die werden sich ja erstmal eine Art Kartellabsprache wird es da auch geben, so dass man dann nicht denken kann, das sind Konkurrenten, im Gegenteil, der Markt wird beherrscht. Und wenn man wieder guckt, wem diese Konzerne gehören, dann kommst du mal wieder zu den gleichen Gruppen. Da kann jeder selber nachrecherchieren, ist mittlerweile so einfach geworden. Und dann merkst du plötzlich, wir haben es hier mit Monopolen zu tun, die uns aber eine Scheinvielfalt vorgaukeln. Und es gibt in dem Sinne dann auch keinen wirklichen Wettbewerb mehr. Vielleicht in den unteren Segmenten, wenn so kleine Startups dann noch ein bisschen ringen, aber der große Markt ist aufgeteilt. Das ist schon, ist halt so. Ne? Ja, das wäre erstmal so diesen ganzen Transhumanismus, wenn man erstmal so in das Thema eintauchen wollte und was das mit der Medizin macht. Und ich denke, wir sollten da sehr aufpassen, gerade weil das, was wir in den letzten 3 Jahren erlebt haben, ich gehe da jetzt nicht im Detail drauf ein, damit wir dieses Video hier nicht gefährden, aber kann sich hier jeder überlegen, dass nicht das drin ist, was oder was gesagt wurde, was drin ist in diesen entsprechenden, ich nenne es jetzt nicht. Weil wenn man da recherchiert, findet man halt immer mehr Dinge, wo man sich fragt, was hat das da drin zu suchen? Das macht erstmal keinen Sinn. Es macht aber sehr wohl Sinn, wenn man eine größere Agenda dahinter versteht. Dann macht es sehr viel Sinn. Und man könnte fast sagen, es war sehr schlau, es so zu machen, damit die Menschen es freiwillig annehmen. Ja. Was es für Konsequenzen hat, das sehen wir ja. Um das ganze Interview kostenfrei weiterzuschauen, besuche einfach unsere Website fanfrieden.de oder klicke auf den Link in der Beschreibung.